Hallo, willkommen zu einer Folge von Let's Play. Grabe mich kennen. Wolltest du jetzt echt den Spaß nehmen? Was? Wolltest Ob ich du? mit... Ja, wollte ich. Okay, also dann hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer Folge von Let's Play Sklavenmechanik. Oh ja, Ja, es macht doch wieder Spaß, das zu sagen. Muss ich merken, wie die nächste Folge, dann kriegst du wieder alles zurück. Oder auch Läge mich kennen. Egal, ja. Oder Sklavenmechanik, oder Scrap-Mechanic-C. Ein Haben personal wir da favorite. eigentlich mittlerweile mal erklärt, woher das herkommt? Wo das, wo, Nein. woher das herkommt? Gut, bleibt ein Insider. Sorry. Sorry. Bei 500.000 Abonnenten veröffentlichen wir es. 10.000 Likes. Oh ja, Oh, dann bitte. schreibt bitte noch einen Kommentar, wenn ihr es wirklich sehen wollt. Und wenn ihr keinen Stop. Kommentar schreibt, dann wollt ihr es nämlich gar nicht sehen. Stop. Dann abonniert doch meinen Kanal und teilt das Video natürlich ganz wichtig. Macht kostenlose Werbung für mich auf Instagram, Facebook, Twitter, Blogger, Moment, Digger. Was Stop. gibt's noch alles? Hast du jemals ein Video auf YouTube geteilt? Ich meine, Folgst mir nicht auf Twitter, ne? Und hast du was noch nie mitbekommen, wie ich ein Video auf YouTube geteilt habe? Nicht ein ja, Video auf aber YouTube geteilt. du hast noch nie auf eine Intention eines YouTubers in ein Video geteilt, so. Nein. Die YouTuber, die ich gucke, die verlangen sowas auch meistens nicht. Jedenfalls nicht im Normalfall. Warum kann ich, wenn ich auf dem Fahrzeug stehe, das Fahrzeug mit dem Hammer nach vorne schlagen? Das macht keinen Sinn. Physics. Simply Physics. Hast du gerade The Car Ach, du hast The Carpet eingeparkt. Eingekauft. Ich hab die Idee, ne? Und zwar, Wir brauchen The Carpet auch in unserem Haus. was? Wir brauchen The Carpet auch in unserem Haus. Und zwar. Ja, ich verlege jetzt Carpet in unserem Haus, ne? Oh Gott. Ach nee, das geht, glaube ich, gar nicht davor. Oder doch, es müsste theoretisch gehen. Es ist nicht geeignet, weil es keinen Rückwärtsgang hat. Es einen Rückwärtsgang besitzt, ist viel witziger. Man kann jetzt auch Sachen platzieren, wenn da eine Decke drüber ist, fällt mir gerade auf, ne? Und was bringt uns das? Ja, dass ich das hier platzieren kann, aber ich habe hier einen Punkt, an dem geht es irgendwie, aber den treffe ich einfach nie, ne? Ich schieße immer was hinaus und ich weiß nicht, wie dieser Punkt ist hier. Wir müssen eine Rampe bauen, womit man mit The Carpet runterschießen kann. Bitte tun wir es. Hast du The Carpet jetzt dann irgendwo ins Haus gemeldet? Ich hätte es versucht, ich habe es versucht jetzt gerade, aber es ging nicht so. Es sollte gerade nicht, deswegen tue ich es einfach in den Vorgarten. Wir brauchen The Carpet. The Carpet ist oft auf unserem Blumenbeet eingeparkt. Oh Gott, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, warum dieses Haus laggt, weil hier oben dieses Ziegelblock, aus dem das Dach gemacht ist, ne? Sag nicht, das sind Ecken. Es sind Ecken. Gott. Why? Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu tun? Außerdem sieht das viel komischer aus als unser Dach. Ich finde unser Dach schöner. Sag's was nur so. Mal ganz ehrlich, da. Okay, ich baue jetzt eine Startrampe für The Carpet. Wir haben eine Startrampe für The Carpet. Ich komme. Ich eile. Oh nein, nein, jetzt habe ich es losgelassen. Nein! And it's gone. Forever. Ich weiß ja, wo es ist. Oh. Nämlich da, wo ich es hingeflogen habe. Okay, das ist doch nicht. Ah, okay. GG. Wie einfach mir perfekt niemand bei WhatsApp geschrieben hat, weil ich die Ding noch offen habe. Und exakt, wenn es wieder deine Folge ist, dann schreibt mir jemand. Und sagt mir, wie Oh, ein hat jemand Chips. geschrieben bei WhatsApp? Das Ding ist ja nicht mal angemalt, ne? Warum ich nicht so viele Downloads im Steam Workshop? Weil du nicht so etwa schrecklich unnötige, aber unglaublich coole Sache hast. Funktioniert einfach nicht so gut, ne? Nicht? You see the problem. You see it. Ja, ich hab's gesehen. Wait a moment, wait a moment, wait a moment. Ah. Nee.
Ich meine, wenn jemand schon so unnötig war und das Dach von Your House aus geraden, schrägen Blöcken gebaut hat. Was ist das gerade, das Schrägen? Warum platzierst du nicht einfach einen Lift und liftest dich hoch? Because that were too easy. Oh, jetzt habe ich the carpet nicht dabei. Warte, the carpet. The carpet. Warum kann ich die Karte nicht platzieren hier? Müsste man noch wissen, ob der Carpet richtig ausgerichtet ist. Nein, der Carpet ist nicht Ich richtig versuch's ausgerichtet. gerade zu platzieren, ne? Ich habe Ja. diese Karte gerade in der Hand, aber es gibt ja auch wieder so eine Stelle, die irgendwie funktioniert, aber irgendwie nicht. Ja, jetzt ficke ich hier auch noch mit rein, ne? Dass du mit der Punkt, die spüre, ist. Ja, das ist los. Pack den Lift da weg. Es klappt super. Zu spielen, ne? Fuck Logics. Nice, ich hab dir gerade vor den Kopf reingeschlagen. Das hat halt so einen Jetzt, und Klon jetzt, warte, gemacht. jetzt höre ich auf. Oh, schade, es fällt regulär runter. Ich dachte, es wird Regulär. 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 Ah, das Carpet ist überall, ne? Wir müssen oben eine Startplattform für The Carpet auf dieses Ding setzen. Ja. Nein, wir wollen uns erstmal hiermit weiter. Ja. Nachdem ich in der letzten Folge diese glorreiche, nicht abgekupferte Treppe gebaut habe. Du bist doch LKW-Kabinenexperte, ne? Ja, ich habe Euro Truck Gut. Simulator gespielt. Ja, dann bau die LKW-Kabine. Ist halt kein LKW, aber ich hab die nicht. Ach doch, im Prinzip ist es schon ein LKW. Es ist kein Lastkraftwagen. Die Ein einzige Last. Last, die du mit beförderst, sind kleine schreiende Kinder. Nein, dieses Wohnmobil können sich nur reiche Rentner leisten. Okay. Oder irgendwelche, nee, so superreiche sind die auch nicht. Superreiche fahren Bus. Die fahren Wohnbus. Nein, Doch. Flugzeug. Nein, aber die campen. Die haben halt einfach einen Landeplatz in ihrem Garten, ne? In jedem Garten. Das ist in Ja, jedem für ihrer Bus muss man Gärten. nicht einmal superreich sein, zumindest in den USA. Ich glaube, in Deutschland ist das Ja, problematisch. GG, ich meine, es ist eine Landebahn, nicht irgendwie so eine Huckelpiste, ne? Mit der du auf deinem kleinen Privatjet landen kannst, wo du mit deinem Kopf exposed durch die Gegend fliegst, ne? Nee, ich Ja, meine jetzt so. schon so einen, diesen einen aus GTA, den man komplett vergoldet kaufen kann, Gott, ne? hässlich. Nein, Alter, komplett vergoldet, so komplett vergoldeter Privat, das ist doch nice. Alle Sachen, die komplett vergoldet sind, Man sind kann sich auch sein ganzes hässlich. Auto vergolden, das ist nicht mal so teuer. Ja, aber das ist Step 1, das eine. Auto mit komplett vergolden praktisch. Step 2, Gold abreißen. Step 3, Freizeichen, Freizeichen, Freizeichen. Step 4, Profit. Nee, verkaufen und Step 5 ist der Profit. So, wie lange soll es sein im etwa so? Naja, wenn hier die Treppe hochgeht, Wir ne? müssen es, wir müssen es tun. Es tut mir leid, wir müssen es tun, ne? Und zwar. I show you. Du weißt, was ich meine, ne? Okay, ist genehmigt, ist genehmigt, ist genehmigt. Ist genehmigt. Offiziell. Aber ich das für den Fahrradsitz nicht so geil finde, mach Ja, das. muss beide machen wir dann, ne? Ich muss das mal kurz Ja, testen. aber der ist so lang, weißt du, deswegen. Ich glaube, es funktioniert nicht. Ich teste es jetzt. Ja, aber nur Beinen sitzen, nur Beinen sitzen geht nur dann ist geil. Was tust du? Wait a moment. Nein. Damn. Was habe ich Wenn gesagt? man es andersrum dreht. Das Nein. macht einfach keinen Sinn, aber trotzdem, wenn es andersrum geht. Ist einfach den Wohnen an, hey, wir brauchen dieses Feature. Ja. Doch, so rum geht es. Man fegt dann einfach das ganze Rad durch, aber es geht. Da soll aber noch eine Wand hin, eigentlich. Okay, wurde abgelehnt.
Ist genehmigt, ist genehmigt. Kannst einfach eins wieder reinbauen, ne? Die Ablehnung ist genehmigt. Dankeschön. Alter, ich bin gerade voll begeistert von meiner Idee, ne? Ist schon nicht schlecht, ja. Ist einfach die beste Idee, die ich jemals hatte, glaube ich. Ich meine, stell dir vor, du kommst in dein Wohnmobil rein, dann drückst du auf einen Knopf und die Sitze drehen sich um. Dann Schon mal in einem bist noch die Bitches, wer der Barber ist. Multivan gesessen. Zufälligerweise nein. Da kannst du das auch machen. Ja, ich weiß, dass man das in Wohnwegen normalerweise sowas auch machen kann, manchen, ne? Dreimal darfst du raten, warum ich auf die Idee gekommen bin. Die Papiersitze sind gesetzt, hab Garantiert mir so nicht auf gedacht, diesem Grund. Jetzt wirst du doch mal eine mega nice Idee, einfach mal ein Bierring unter den Sitz packen und einfach mal schwingen. Den Bearing unter den Sitz packen und einfach mal richtig schwingern lassen. Genauso. Genau how it goes. Haut Gauss, haut Gauss, haut Gauss. Verpackt, wenn man es dreht, ne? Jetzt ist die Frage, funktionieren die ganzen Anschlüsse, wenn man es dreht? Hä? Er dreht das eine nach dem anderen. Nein, ich lasse es einfach. Das muss ich gleichzeitig umdrehen. Vielleicht geht es ja besser, wenn man es gleichzeitig macht. Langsam macht. Ich kann es selbst langsam machen. Warum sollte die Anschlüsse nicht gehen? Weiß ich nicht. Das ist Scrap Mechanic. Mach es bitte langsamer. Ja, wenn ich das eine minimal schneller drehe als das andere. Nein. Mit einem Step dazwischen. Testet. Mache ich doch gerade, geh weg. Da, ich hab dir geholfen. Nein, du musst das erste davor löschen, du Sch Hä? Laukopf. Bist du dumm? Bist du des Wahnsinns? Er ist so viel geiler, so. Gut. Guckst ja trotzdem noch, ne? Easy. Erstmal rückwärts fahren. Moment, Moment, die Frage ist jetzt, wenn du jetzt vorwärts fährst, fährst du dann rückwärts? Nein, keine Ahnung. Müsste jetzt ausprobieren erstmal. Ja. Ich probiere schon. Try. Nicht ein Motor, nicht mittig platziere. Es ist die Frage, wo packen wir so überhaupt die Motoren hin? Finde schon einen Platz dafür. Und soll die Motor anschließen? Oh Gott, nicht alles abreißen, den Motor anschließen. Ohne alles abzureißen. Ohne noch anstellen den Motor. Also diesmal habe ich alles direkt beachtet, ne? Oha, aber mit einem Motor? Man fährt vorwärts, man fährt rückwärts. Ja, ich mache es gerade so zum Testzwecken. Ja, warte, 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 warte. Drehen Sie. Drehen Tadam, Sie, tadam, tadam. Fuckermoll, drehen Sie. Dam, dam, dam. Jetzt ruhig weh. Wow. Oh, Mano. Trotzdem ist cool. Das stimmt, das ist trotzdem cool. Damit kann man filigran rückwärts fahren, wenn man eigentlich vorwärts fährt. Ist doch schon nice. Stell dir vor, du willst rückwärts einparken und drehst einfach deinen Sitz um und bist deswegen genauso schnell. Das macht Hä? einfach gar keinen Es gibt Sinn. Getriebe, bei Traktoren ist das Standard. Da kannst du meistens genauso, fast genauso schnell rückwärts fahren wie vorwärts. Mir fährt auch ein Traktor als normaler Mensch, der nicht auf dem Land wohnt. Ah, triggert. Ganz stark triggert. Ich wohne nicht auf dem Land, ich wohne in einer Kleinstadt. Die gehen. Nee, die. Durch deinen Garten geht ein Fluss, das ist genug gehört. Nein, das. Durch meinen Garten geht kein Fluss. Der Fluss Der geht. Garten hört beim Fluss auf. Sorry. Um genau zu sein, 2 Meter davor. Um genau zu sein, ist es. Ich weiß nicht, ob es deswegen jetzt direkt ablehnen sollte, aber man sieht einfach die Bearings dadurch, ne? Ich weiß. Red mich drüber. I already seen it before. But don't talk about it. Simply don't talk Wie about lang it. sollte nochmal die Kabine sein? Ist die Frage, ob wir da wirklich eine Kabine draus machen? Jetzt nicht mehr. Offiziell. Türen an den Seiten? Ja. Aber trotzdem hier Türen hin. Bautür. Nein. Hier einfach. Du musst ja dich ja noch, sag mal, wie hoch und einfach.
Ich weiß noch nicht, das ist die Höhe, auf die, wie hoch wir die Radkästen machen müssen. Ich meine, von der gesamten, ne? Höher. Ja, sorry, tut mir leid. Machen wir so eine Schlafdingsbums über dem Fahrersitz? Cool wäre es tatsächlich, aber warum nicht hier hinten? Wohin? Ja, hinten oben, weil ich glaube, dann könnte man das vom Glastür, Gesang her cool machen. Glastüren. Was für Gastüren? Garten. Nein, keine Gastüren, Glastüren. Ich habe deinen Button abgerissen. Danke, You dass das in Ordnung. dense motherfucker. Danke, dass das in Ordnung war. Bin ich runtergefallen. Sag mal, wie kann das denn so sein? Wie er den Button nicht hinsetzt, ne? Warte doch. Ist zu spät. Das verkackt. Personen schreiben mir. Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich? 16:30. Sieht so gut aus. Stell dich hin und mach's auf und wieder zu und auf und zu, auf und zu. Komm hier raus. Du kommst hierher, ne? Ich liebe, wie das aussieht. Kommen Sie raus. Und schauen Sie. Schauen Sie und staunen Sie. Das ist schon sehr geil. Aber ich finde es cooler, wenn die Tür in die andere Richtung aufgeht. Nee, kein Sinn. Nein. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Okay. Verstanden. Oh. Aber bitte mit mehr Abstand. Hätten wir mehr Abstand. Zuerst unten, dann oben. Es ist cooler, wenn das nicht gleichzeitig aufgeht. Nein, ich finde, es ist wirklich so cool. Brr. Was schön ist, es kann nicht mal jemand an deine Tür klopfen, wenn du die Tür zu hast. Machst die Tür auf und der ist er weggeschubst. Achtung, Achtung, bitte nehmen Sie ab. Die Treppe fährt aus. Achtung, Achtung. Oh, halt. Ich habe es getan. Also, ich muss zwei drücken. Jetzt kann ich es auf hinten auf und zu machen. Oha. Und auch turnen. Das ist auch der Master Jetzt sitzt hier, ne? skalierst du aber. Ach nö. Why? Tust du? Warum? Das kommt unser Haus mit ran. Oh, ist Sie hat's abgerissen. abgerissen. Ich hatte es auch in der Hand gehalten, aber es war dann trotzdem weg, auch in der Hand weg. Weg. Weg, weg. Es ist weg. Weg. Die Kabel ist ziemlich praktisch, wenn man ins Haus rein will, ne? Warum? Weil man einfach reinsetzen kann von unten. Oh. Ach, der hängt an der Seite richtig. Wie nice von unten einfach Ich komme viel aussieht, zu ne? aus. Ich spüre den Lag. 15 FPS unterm Haus. 22 FPS hinten. Man wird sich direkt so befreit davon. Es läuft einfach so viel smoother und schneller und hier so ein Und dann denkst du dir, diese fucking Slopes da oben drauf. Warum? weil es scheiße aussieht. Ich Ich zoome meine, mal wenn kurz ran. Mit Optifine so. Alter, stell dich hier hin und schau dir das Haus von dieser Seite an. Moment. Der Mensch, der dieses Haus gebaut hat, hat gehängt. Sorry. Siehst du's? Was? Schau das Haus an. Ja? Siehst du es? Der Boden ist angemalt. Nein. Den Cringe. Schau weiter Ja. oben. Unter dem Dach. Das Fenster. Oh my fucking God. How can that be, can be possible? Vor allen Dingen, wie kommt man darauf, sowas zu machen? Das macht er doch extra bestimmt. Das macht ja extra. Ich meine, warum malt man Küchenfliesen und nimmt nicht einfach diese wunderschönen Dinger?
und malst sie anderfarbig an. Zum Beispiel in Grau. GG. Ja, Jetzt. sieht doch viel geiler aus als Beton. Beton ist aber nice. Beton ist nicht so kalt. Der hat den ganzen Rasen aus Beton gebaut, ne? Also. Oh, Stellt sich die Frage. er hat 4x4 Kästchen gemalt. Ich dachte gerade, hä, wie hat er das hingekriegt, halbe Blöcke anzumalen? Aber es sind, ich habe das Gefühl, wir sind bei über 20 Minuten. Wir sind bei 20,5 Minuten, also bis nächste Folge. Tschüss, Stay tuned, euer Tschüss. Lukas.